Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen. Hier ist der kranke Skyline, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Tom Clancy's Ghost Recon Soldier, Future Soldier, Entschuldigung. Mit krank meine ich nicht krank im Kopf, was unter anderem eigentlich auch entspricht, aber mit krank meine ich Schnupfen, Husten und Fieber. Das Gröbste ist aber in der Hinsicht schon erledigt und nach einer längeren Pause drücken wir zum ersten Mal wieder Start. Und wir melden uns beim Ubisoft-Server an. Das ganze Geschisse kennen wir ja an sich schon. Und ja, heute habe ich auch vielleicht mal so ein bisschen was zu erzählen in der Art und Weise. Gucken wir mal, wie weit wir dazu kommen, alles aufzuzählen, was wir zu erzählen haben, weil ich erzähle immer ganz gerne. CC, weiter. Kampagne. Diese Festplatte und Veteran Deep Fire. Kampagne fortsetzen. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind generell. Und daher gucken wir jetzt erstmal, was. Ich glaube, irgendeine Zwischensequenz werden wir jetzt wieder zu Gesicht bekommen. So, hier können wir wieder ein bisschen rumtoben und dann könnt ihr mal in die Kommentare schroten, wo wir jetzt gleich aufhören. Und wo hören wir auf? Wo hört es auf hier? Wo können wir gleich nicht mehr weiter bewegen? So spannend. Oh, bei LB haben wir aufgehört. Alle, die richtig gelegen haben, freut euch. Oh, warte, ist das laut. Echt nicht laut. Ich höre Helikopterschreiber. Tiefes Feuer. Fire in the hole. Ah, wir sind erneut wieder hier. Die ganze Scheiße kennen wir ja an sich schon. Es ist nicht so die Schwierigkeit, das zu beenden. Wir nehmen, wir sollen den Heli nehmen, wir haben doch schon einen. Ich glaube, man kann ihn generell erst nach einem bestimmten Zeitpunkt halt generell erst kaputt machen. Wir registrieren Aktivitäten am Hof. Die platzieren Sprengsätze. Verstanden, Overlord, wir sind dran. Schaltet sie aus, bevor sie die Sprengladungen legen. Ja, jetzt kommt. So, jetzt erledigt jetzt. Ich sehe keinen mehr hier unten. Cool. Das hatten wir ja schon mal. Das sollte jetzt erledigt sein. Overlord, das Schiff ist sicher. Wir sind hier unten fertig. Verstanden, Overlord. Gute Arbeit, Hunter. Sie können abrücken. Schön. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, ja, sehr schön. Fortsetzen bitte. So, dann kommen wir zu unserer heiß begehrten Zwischensequenz. Oder wir spielen natürlich nochmal eine Runde. Wo hört es auf? Ah, da sind meine Hände gerade so ein bisschen schmierig. Oh, bei B hat's aufgehört. Spetsnaz sind nicht für ihre Gesprächigkeit bekannt. Aber Kosek hat russisches Blut. Geben wir ihm also eine Chance.
Как там погода в Екатеринбурге? Ты ведь не из Москвы. Цепных псов в доме не держат. Волки рыщут, где хотят. Der Kerl ist nur ein Laufbursche. Der weiß gar nichts. Ich weiß, du bist Kosak aus New York. Und ich weiß, du bist hier, weil deine Einheit ihrer Männer nicht am Leben halten kann. Wie viele sind es schon? 4? 5? Echt schick. Hab viele Tote mit so einem Tattoo gesehen. Wir sind hier fertig. Was hast du? Sein Tattoo. Aus einem Volksmärchen. Über Männer, die zu Wölfen werden wollen. Die DIA soll Referenzen zu Bodak suchen. Sehr gut. Die russische Opposition leistet erbitterten Widerstand. Und ihre Rohstoffe helfen ihr dabei. Leider ist die Bewegung noch verstreut und unorganisiert. Die DIA hat jemanden ausgemacht, der sie einen könnte. General Alexei Duka, ein Karrieresoldat, guter Taktiker und ein alter Hauding. Er könnte der Held sein, den der Widerstand braucht. Raven's Rock weiß das und hat ihn festgenagelt. Wir kennen die Lage am Boden nicht, aber wir wissen, dass er Hilfe braucht. Gehen Sie da rein und entlasten Sie ihn. Wenn er das durchsteht, ist er der richtige Mann für den Job. Ja, mehr muss ich nicht wissen, ne? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr. Wenn Sie für ein Manöver Sichtschutz benötigen, ist die Rauchgranate ideal. Um hindurchzusehen, braucht man schon die Nachtsicht. Ja. Es geht gegen reguläre Soldaten. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche mit einem M110 Scharfschützengewehr und zielsuchender DARPA-Munition. Lichten Sie die feindlichen Reihen zuerst auf Distanz, sonst haben Sie keine Chance. Nehmen wir einfach mal alles so hin. Mission starten, bitte. Ich hoffe, ich kann dann mal langsam gleich mal ein bisschen die Geschichten hier erzählen. Und dann geht unser Ratespiel los. Kommen Sie rein, kommen Sie raus. Hier werden Sie genauso verarscht wie da drüben auch. Ist alles stunken und erlogen. Ach ja. Ja, gucken mal, wie weit wir das jetzt hier hinkriegen noch. Ach ja, Leute, ihr habt's gut, ey. So, wir sind bei Adis noch stehen geblieben. Schön. Michael Vogelgezwitscher. Das ist immer gut. Ah. Okay. Okay. Okay, Gentlemen, an die Arbeit. Wenn Duka wirklich so gut ist, müssen wir ihm nur genug Raum schaffen. Und wenn nicht? Improvisieren wir. Okay. Der Luftraum ist ziemlich dicht. Zu viel Bewegung für den Satelliten. Wir müssen selbst nachsehen. Aha, auf die altmodische Art. Drohnen und Sensoren und der Scheiß. Eine Drohne könnte helfen. Klingt, als wäre da Artillerie am Werk. Sie setzen General Duka ordentlich zu. Vielleicht ist er den Einsatz ja wert. Ich erkenne 3 Gegner, alle mit Sturmgewehren. Zu unserer Linken. Beim Brunnen. So, jetzt darf ich auch endlich mal anfangen zu labern. Es war, also meine Krankheit fing so am Freitag an. Da bin ich mit, Gegner erledigt. Lead in Bewegung. Hatte ich dicke Mandeln gehabt, morgens früh ist halt. Da konnte ich halt schon nicht mehr richtig sprechen, nicht mehr richtig schlucken und sowas. Ich bin trotzdem zur Arbeit gerannt. Vorsicht, Sie kommen! Und aua, 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 ich dachte, das wäre nur 3. Jedenfalls, hab dann um 30:30 habe ich dann gesagt, so Feierabend halt jetzt, ich gehe jetzt nach Hause.
Als dann zu Hause war, habe ich mich kurz hingelegt und konnte nicht mehr. Ich war vollkommen fertig. Hab mich dann halt nur hingelegt, hab nichts gemacht mehr, hab nur noch gepennt und dementsprechend habe ich halt auch keine Videos aufgenommen. Hab mich dann soweit versucht auszuruhen, dass ich halt ja zur Konnichi konnte. Das ging einigermaßen. Dann so, haben wir es jetzt. Hab mir halt dann bin halt dann den ganzen Tag zur Konnichi gegangen. Hab am Anfang alles schon gedreht, wisst ihr? Ich wollte extra ein Video machen eigentlich jetzt, Entschädigung und so ein Scheiß. Und konnte aber, habe halt Anfangsszene habe ich schon gedreht alles, ne, Intro und sowas. Als ich dann losgefahren bin, habe ich dann irgendwann bemerkt, scheiße, die Kamera liegt noch zu Hause. Dann das Geile war, ein Kollege von mir hat gesagt, oh, da rennen so viele mit Sasuke Cosplay rum, hammer geile Sache. Und weibliche Charaktere mit tiefen Ausschnitten, aha, die waren dann nicht da. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich abgehauen bin, dann kamen sie. Ich hätte mich mit meinem Sasuke-Kostüm gerne dazwischen gestellt. Naja. Und ach, was soll ich da großartig sagen? Habe ich halt auch an dem Tag nichts gedreht, nichts hochladen können. Und heute, ja, einigermaßen ging es wieder. Ach ey, ihr mit eurer scheiß Drohne. Ich habe die Drohne nicht dabei, doch habe ich. Und deswegen konnte ich halt jetzt noch nicht jetzt großartiges Hochladen halt. Und ist ja, ist alles scheiße gelaufen sonst in dem Zeitpunkt. Aber was willst du machen in dem Moment? Da bleibt nichts anderes übrig. Jetzt haben wir halt Sonntag, ich bin jetzt immer noch so ein bisschen miserabel halt. Aber was willst du machen? Da blieb mir halt nichts anderes übrig. Jetzt noch so ein bisschen auszusitzen halt. Und ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens dann wieder in Ruhe arbeiten kann. So, es sind jetzt noch drei Stück. Hab ich nicht gesehen, die Gegner. Hier ist das so egal. Dein Zeichen. Und tschüss. So, das ist erledigt, das ist sicher. Hab ich jetzt zumindest. Wir können ja mal kurz gucken. Hoppala. Also wie es. Erledigt, erledigt. Okay, alles klar. Weiter. Ja, damit. Hier muss irgendwo ein guter Aussicht. Ich muss wieder repariert werden. Tja, also wie gesagt, deswegen ist jetzt in den letzten paar Tagen halt nichts hochgeladen worden. Außer jetzt natürlich am Sonntag das normale Skyrim-Video. Wenigstens etwas. Und, ja, ich muss jetzt mal gucken, dass jetzt mal wieder ein bisschen was nachproduziert wird. Deswegen geht es auch nicht immer nicht so ganz gut. Aber, trotzdem habe ich jetzt gedacht, gut, du musst jetzt mal was hochladen für morgen halt und also für die nächste Woche. Und ja, hier sind wir jetzt im Endeffekt. Des Weiteren, neueste tolle Nachricht, es ist das Spiel Destiny endlich draußen. Ich werde es mir am Montag holen und ein paar Kollegen von mir sind da schon am Spielen. Es erfreut sich aber nicht so großer Beliebtheit, wie ich es gedacht habe. Es ist ja zum einen, es ist kein Exklusivtitel, was normalerweise sein sollte, weil es halt Bungie ist halt immer Microsoft, aber Microsoft hat sich da diesmal nicht die Rechte gekauft für exklusiv, genauso wie
es nur eine Bundle-Kopie von PlayStation 4 und Destiny gab, weil Microsoft es nicht kaufen wollte, diese Variante, die Bundle. Und somit hat sich das eigentlich alles weitgehend erledigt. Ist auch, also, von PlayStation wurde keins verkauft bei meinem Kollegen, aber halt dafür die